Was machen wir denn, wenn alle gleich viele Punkte und Differenz haben? Was machen wir dann? Du siehst doch hier die Reihenfolge. Erstens Spiele, zweitens Punktedifferenz, drittens Punkte und dann Siege gegen Gegner mit gleichen Punkten, ja? Das hat schon alles sein... Wo ist denn Siege gegen Gegner mit gleichen Viertens Punkten? Viertens U. Weiß nicht, warum U, aber wenn du da drüber hast, steht da Siege gegen Gegner mit gleichen Punkten. Das habe ich nämlich eingestellt. Wahrscheinlich unentschieden setzen. Das ist wahrscheinlich komisch übersetzt aus dem Englischen. Wenn ich da drüber habe, dann zeigt die gar nichts an. Nee, zeigt gar nichts an. Ja, dann siehst du es in 5 Minuten im Stream. Da steht weder über U. Gewinne setzen ist auch gut. Ja. Unentschieden setzen. Und wenn es dann noch zu einem Teil käme, würde ich noch ein Entscheidungsspiel Best of One machen lassen. Aber ich glaube nicht, dass es dazu kommt. Ich denke, das ist relativ unwahrscheinlich. Also jetzt nur mal kurz die Zusammenfassung. Ninja und Gewinner sind leider ausgeschieden, haben noch ihr letztes Spiel, aber keine Chance mehr, die Weltmeisterschaft fortzuführen. Darkhard und Random God noch mit einer minimalen Chance weiterzukommen. Genauso wie Speck und JC Gamer sind im Moment am Chopping-Block, sind quasi die Driver in Danger. Es bahnt sich auf jeden Fall jetzt unsere nächste Partie endlich an. Genau, wo denn? Ich sehe, dass Speck in der Lobby ist seit unter einer Minute. Die haben wahrscheinlich gerade Vetos gemacht. Da kommt schon der Invite. Au, in Sinsheim beginnt bald wieder eine Partie. Wir schalten schon mal rüber. Hab ich hier eigentlich... So Random Bot jetzt auch im Chat vorhanden. Was? Ich sag, Random Bot ist im Chat vorhanden. Ja, Random Bot sogar. Den haben wir schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Das weiß ich nicht. Der lang verschollene Zuschauer. Komm, der Artcrafter. Will sich bestimmt nur drüber lustig machen, dass es von, dass Random Bot gerade nicht auf dem allerbesten ist. Nicht gut abschneidet, sagen wir es mal so. Kommt Zaug an? Nein, der guckt so schon. So. Wir sind ready. So. Warum sagt Tomok, wir warten? Wer ist denn Tomok überhaupt? Ich würde hier gerne mal einmal kurz gucken. Währenddessen geht die Partie da doch schon los. Ist das schon mal gut? Oh, Sinsheim lädt! Wo ist denn hier... Gegen wen spielt ihr gerade nochmal Mr. L2? 3 PM. Den habe ich hier auch nicht. Kann ich also nicht beobachten. Das ist ärgerlich. Da ist Mr. L2. Mr. L2 ist verfügbar. Ah, der hat die Matches alle gehidden. Oh, jetzt kann ich das nicht nachgucken. Merkt, der spielt öfter sowas. Gut, Cyborg, du musst kommentieren hier. Ich muss kommentieren hier? Ja, natürlich. Ja, wir sehen natürlich links oben, wie man schon sehen kann, in Rot der Zerg Speck gegen rechts unten Drago Olison. Speck hat noch eine Chance weiterzukommen, wenn ich das im Turnierbaum richtig überschlagen habe. Drago Olison ist schon so gut wie weiter. Nee, Quatsch. Da muss ich nochmal kurz ins Klassement gucken. Ja, Drago Olison kann tatsächlich noch verlieren. Kann nur auf so, Platz 3. So, Mr. L2 gegen 3PM ist durch. Mr. L2 hat verloren! Also ein Match. Ja. Gehen wir zurück zu Sinsheim. Nach Sinsheim, in Sinsheim. Wo hier was richtig Tolles passiert, nämlich Standard Open. Ja, das ist alles, was es im Moment zu sagen gibt. Zwei Worker, kein Pool, kein Gas. Was macht Speck? Nach der Exit baut man doch direkt das Gas und dann den Pool, um Speed zu haben. Macht das jetzt umgekehrt und verzögert alles um 3 Jahre. Ja, ist scheinbar Meta jetzt. Hier bei Drago Odinson wird die Unterwall gespielt. Was auch eher... Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Dann Cybercore und dann muss er noch irgendwas dahinsetzen, peilen oder so. Der ist ein bisschen weg. Hätte mir anders gewünscht.
Aber gut, oh, in Paderborn muss ich annehmen. So, genau, da haben wir endlich eine Partie. So, währenddessen in Sinsheim natürlich weiter Action. Es passiert noch nichts. Exe jetzt angefangen von Dragolison an seine Onsenmütter. Um so. Dann vermutlich gut zu meinen. Oh, Zarok, was war das denn? Eine Fahrt. So, was ist denn da hier passiert? Ich habe nicht aufgepasst. Weil absolute Standard-Opening. Absolutes Standard-Opening. Okay. Das Einzige, was nicht Standard war, ist, dass Speck hier lieber zwei Worker noch gebaut hat, bevor er den Pool nimmt. Und auch nicht das Gas er zuerst genommen hat, um direkt Speed anzudrücken, sondern erst den Pool. Damit kann er jetzt nicht direkt Speed andrücken, was natürlich scheiße ist. Oh, übrigens, extra Lob geht raus an JC Gamer. Hat uns beiden Schiedsrichter gegeben in der Partie. Kriegt einen extra Punkt, oder? Sehr gut. Ja, das macht, okay, glaube ich, zu viel aus schon. JC Gamer damit mit extra Punkt unterwegs. Okay, wir gucken aber jetzt erstmal weiter hier bei Speck gegen Dragoinson. Wie gesagt, da geht es noch um, genau, was. Um was hat es ja gerade schon erklärt. Ich habe schon wieder vergessen. Ja, Speck kann mit einem Sieg weiterkommen und tatsächlich Dragoinson noch in die Driver-in-Danger-Zone ziehen. Vielen Dank übrigens, Random Bot, für den Follow. Jetzt habe ich die falsche Maus auch angefasst. Ich muss dir mal einmal kurz meine Redneck-Lösung per WhatsApp schicken. Die Redneck-Lösung. Ja, Dragoinson baut einen Stalker first. Warp Gate auch schon fast durch. Ein zweites Gateway auf dem Weg. Also zwei Probes. Speed jetzt angelockt. Direkt eine dritte Base genommen von Speck. Das ist alles Dufte. Weil es hat einen Overlord. Ein Overlord, der wird vermutlich irgendwann sterben. Ich muss mal kurz die Redneck-Lösung angucken, die noch nie angekommen ist. Ja, der Overlord wird sterben, gehe ich mal stark von aus. Jetzt meine Maus wieder am Rand des Bildschirms, deswegen hier eine kurze Fahrt über die Nordseeküste. Jetzt Supply Block bei Speck, Overlord allerdings gleich fertig, um direkt weiterzumachen. So. Und dann quasi StarCraft zu spielen. Bau im Bau bei Speck. Ja, das jetzt mal auf die Redneck-Lösung drücken. Man achte auf das Kabel, was dreimal mit Tesafilm angeklebt ist. Weil es jetzt zu kurz ist. Wie geil sieht das denn aus? So. Ist da Tower da unten? Ist das ein Be Quiet? Ja, das ist ja mein Hauptrechner. Ja, frage ich ja, ob das ja. ein Be Quiet ist. Da kannst du dich noch dran erinnern, als der in Braunschweig rumgefahren ist die ganze Zeit und wir aufgenommen haben. Und mich die ganze Zeit beschwert habe, dass der immer noch rumfährt. Und ich das Ding ja nicht mehr abgibt. So, aber wir sind ja jetzt hier. Ich glaube, ein neues oder ein älteres Modell. Irgendwie sowas. Ja, wir sind in Sinsheim. Leertech ist gleich durch bei Speck. Ja, der Bau ist gebaut. Währenddessen ist die andere Partie auch schon gestartet. Da gucken wir natürlich gegebenenfalls rüber. Da passiert auch schon was, kann ich an dieser Stelle schon mal sagen. Ja, aber ich sehe, was da passiert. Werdet ihr gleich erfahren. Spannung muss hochgehalten werden. Genau. Wir dürfen nicht sagen, was in anderen Partien vor sich geht, weil sonst würde die Konferenz. Ja. Lege kommen jetzt auf jeden Fall dazu. Bading ist halb durch. Roach Speed kommt allerdings auch dazu. Das heißt, da soll es ein buntes Potpourri geben. An allem. Und guter Laune. Hüpferei! Forge kommt auch dazu. Also es passiert eigentlich gar nichts. Seien wir mal ehrlich, in dieser Partie passiert einfach bisher noch gar nichts. Da kann man auch nicht schön reden. Aber das ist das Schöne an der Konferenz, da kann man bald mal rüberschalten, nur leider passiert da auch noch gar nichts. Außer eine aggressive Probe, die im Kreis rennt. Roach ist jetzt die erste im Bau, es wird allerdings weiter gedroht. Jetzt passiert endlich was in der anderen Partie. Wir gucken mal einmal ganz kurz in die andere Partie, nur damit ihr auf dem Laufenden bleibt. Da gibt es nämlich ein Proxy Stargate von JC Gamer. Bleiben wir hier? Ne, wir gehen nochmal kurz zurück. Wir gehen zurück nach Sinsheim, oder? Denn es passiert da noch viel länger nichts, weil die sich noch mehr aufbauen. Die sind noch 2 Minuten weiter zurück. Sobald aber das Oracle hittet, werden wir natürlich wieder rübergehen. Hier ist irgendwas passiert. Hier hat irgendwas geblinkt. Ich habe nicht genau gesehen, was. Blink? Wo ist Blink? Jetzt hat sich kurz die Taskleiste einmal eingeblendet. Das fand ich auch schön. Massiver Zealot Warp in hier, ja, von Drago Odinson. Die Stalker wollen hier den Overlord nochmal vertreiben. Spannenderes passiert einfach gar nicht gerade. Nee, es ist aber auch überall so. Also ja, so in Sinsheim, in Paderborn, in Bremen. Bremen spielt ja gerade gar nicht. Das ist wahrscheinlich besser so. Overlords im Bau, Baning Speed, habe ich jetzt auch schon, glaube ich, zweimal gesagt. Mindestens. Es kommt da jetzt mal ein Zealot Push. Das ist doch wenigstens mal ein bisschen was. Natürlich kommt der gleich genau zeitgleich, wenn das Oracle fertig ist. Wir können mal gerade. Ja, nee. Eigentlich dieser Push wird hier Spielentscheider sein. Das sind nämlich wesentlich mehr Einheiten. Der Zealot-Push, der schon so manchem Spieler das Genick gebrochen hat, kommt jetzt hier an. Aber da sind viele Bailinge und die Bailinge zerschnetzen alles.
Das war's mit dem Zenith Push. Ja, da bin ich sprachlos. Gut, jetzt. Also das ist es gewesen. Wir schauen ganz schnell rüber, da ist nämlich das Oracle. Mal gucken, was das für Kills bekommt. Da sind nur Halions, die können nichts abwehren. Kurz Sound aktivieren, kurz Sound hier rausmachen. Ich bin in der falschen Dings, ist aber egal. So. Achso, ist egal. Die Weltmeisterschaft ist doch viel wichtiger als der Besuch bei OMID. Vielen Dank an Jormund für die 5 Euro. Ich vermute, es ist nicht Jormund gewesen. Was, Jormund hat gespendet? Ja, es wird wohl Random God gewesen sein. Ich glaube nicht, dass Jormund unter dem Namen Jormund spendet. Warum? Das ist doch sein Name! Aber wenn doch, dann vielen Dank. GZ an Jormund. So, zweites Oracle ist jetzt war hier. Wäre natürlich geiler, wenn das Mono jetzt gewesen ist. Worker nach Workerfeld. Den müssen wir gleich einmal. Du kannst ja mal einmal in den Chat gucken. Ich denke, sonst würde er sich Jormund auch im Chat melden. Ich guck mal. Aber ich bezweifle das mal. Währenddessen übrigens gehen wir zurück nach wo auch immer. Falscher. So. Denn da passiert gerade wieder mehr. Dort kommt nämlich der Bailing-Push hier mit den Roaches und Ravagern, um hier die Front zu brechen. Ich überfliege keinen Jormund im Chat. Ja, das wird wohl der Random Gott oder meinetwegen auch Random Bot gewesen sein. Das kann sogar auch sein, der hat sich auch gerade schon gemeldet. Wobei, es war ja Random Bot Unterstrich. Vielleicht hat das auch Random Gott gedings. Ich weiß nicht. Speck auf jeden Fall gewinnt hier Partie Nummer 1. Hat ja, den Zenith Push gehalten. Und wir gehen direkt wieder rüber, denn da passiert auch schon wieder was. Paderborn ist Push. Vorne. Hellbets sollen hier rein. Wird aber schwierig, da ist genug Verteidigung von ja, JC Gamer. Sind Hellbets gegen Protoss wirklich so stark? Nö. Scheinbar nicht. Vor allen Dingen nicht gegen. Der Viking ist klinisch tot, jetzt ist er sogar. Also ganz gegen Zelitz ist es halt schon stark, ne? Aber das sind halt keine Zelitz. GG von 3PM, beide Partien sind jetzt unterbrochen. Ist die andere JC Gamer führt 1-0. Warum schließt du denn jetzt einfach dieses Fenster? Jetzt weißt du doch nicht. Ah, Random Bot spielt jetzt Darkwave 2. Tatsächlich war es offensichtlich der echte Random God, ja. Er ist ja, zumindest jetzt online. Währenddessen schöne Grammophonmusik. Da ist so, da ist der Invite. Im anderen Spiel. In so, jetzt ist das Rückspiel. Da ist auch schon der Invite im Hauptspiel, oder was heißt im Hauptspiel? Im Hauptspiel. Ist ja gleichwertig. In Paderborn meinst du? So, hättest du nicht einen Namen mit A gegen können, weil jetzt muss ich mal ganz nach unten scrollen. Gut, Partie, die wohl als erstes beginnt, ist die auf Rechner 2. Ja, heißt, das die in Sitzheim. Aber die andere geht tatsächlich 8 Sekunden später los. Je nachdem, wie sich das im Ladebildschirm noch verändert, werden wir das noch vielleicht aufholen können. Man weiß es nicht. Und es geht los! Ja, lass mal lieber in die andere Partie gerade reingehen, weil da habe ich wenigstens Sound. Wir werden das aber auch wieder ändern, sobald sich da was tut. An der Front. Jetzt sehen wir leider noch kurz den Ladebildschirm. Aber... So, ja, das Spiel in... Paderborn läuft genauso wie das Spiel in Sinsheim. Die Musik und der Sound wurden deaktiviert. Die Redneck-Lösung ist in vollem Gange. Es steht, wie steht's überhaupt? Ich habe vergessen. 1-0 JC Gamer steht's in Paderborn. So, endlich höre ich mal wieder ein Spiel mit Sound. In Sinsheim steht es 1-0 für Stecken. So, ja, beide Spiele bauen sich jetzt erstmal noch ein bisschen auf. Ich gucke mal währenddessen, ob irgendwer. Ich mache mal den Production-Tab in Sinsheim an. So. RandomBot will übrigens für eine Runde mitmachen. Hat vergessen, das Turnier anzumelden, aber jetzt einfach mal als Alternate. Turnier ist Turnier. Es ist der Community-Turnier Nummer 3, wo es um viel Geld geht. Um VIP im Twitch-Chat, ja? Das gleichzusetzen mit RandomBot wäre stolz drauf. 3PM nervt jetzt hier den guten, andersrum. Chasey Gamer nervt den 3PM jetzt mal. Jetzt wird Ringelpiece mit Anfassen gespielt. Und jetzt geht's wieder nach Hause. Passiert nicht besonders viel. Auf der anderen Seite allerdings auch nicht. Das heißt, wir bleiben erstmal hier. Sinsheim Bild. Jetzt mal das Gas First genommen. Da wurde auf den Rat des Rocks gehört. Ja, das ist aber das andere Spiel. Bleib mal erstmal hier. Okay. Ja, da passiert nämlich auch nichts. Hier wird deutlich gefahren. Ja, wir gucken uns hier an, wie die Probe im Kreis fährt. Das ist immer schön. Oh
jetzt radikale Wandlung des Weges. Was für eine unerwartete Wendung. Jetzt wird einmal geschweißt. Nochmal. Da hat er sich kurz eingesperrt. Erster Reaper jetzt mal. Reaper abgebrochen sofort und ein Taglab gebaut. Okay. Gibt doch auch ein paar Wendungen. Das will ich übrigens gerne nochmal wissen. Hallo. Maus. Hat er nicht gesehen, das Taglab? Das war anscheinend. Hat er nicht. Warum ist ja eigentlich 1 und 2? Warum sind die grün? Was war das denn? Was? Was irgendwas ist komplett. Ja, warst wahrscheinlich in der Vision von einem Spieler. Ja, ist möglich. wie du auch gerade mit 1 und 2 gesagt hast. wir sehen auf jeden Fall relativ viel Kronehus bei JC Gamer. Ich bin gespannt, wofür er das ausgibt. Warpgate ist nicht mal angefangen. Wie zum Geier kriegt man Army 1 hin? Was? Army 1? Ich sehe das alles nicht, weil Marine braucht ja nur ein Achso. Ja, ein Supply, genau. Oh, bin gespannt, also mit dem Tech-Lab ist aktuell noch nichts gemacht worden, aber ich könnte mir den Switch hier vorstellen, denn die Factory ist jetzt fertig. Eine zweite Factory kommt dazu, ja, da gibt es sofort den Switch. Das soll Mac geben hier auf Seiten von 3PM. Könnte also bis 3 Uhr dauern, bis dieses Spiel vorbei ist. Cyclone jetzt im Bau. Ja, vielleicht ist es aber auch nur... Wobei, es ist eine zweite Factory, also spricht schon hart für Mac, würde ich mal behaupten. Ich kotze. Robo kommt dazu, Cyclone. Die ist natürlich sehr gut gegen Cyclones und gegen alles Mechanische. Ja, also wenn Immortal auf Cyclone trifft, ist das für den Cyclone meistens keine gute Nachricht. Jetzt ist Double Adept nach vorne. Adept Shade nach vorne oder kommt direkt Shade das Cyclone Upgrade. Shade ist auch so was, was überbewertet ist, also das mache ich recht selten. Ja, da kritisiere ich dich ständig für. Ja, wir hätten so viel mehr Chance, wenn du das mal machen würdest. Darauf. Supply Block bei 3PM. Deswegen spiele ich lieber selbst. Der Supply Block ist jetzt richtig ärgerlich, weil das bringt sein Timing jetzt völlig durcheinander. Wir sehen übrigens in dem PVZ im anderen Spiel den Voidray relativ früh. Da bin ich gespannt, worauf das hinausläuft. Ja. Werden wir uns später mit beschäftigen. Erstmal gucken wir hier jetzt weiter. Double Adept gegen Cyclone, eher semi-geil. Denn hier passiert mehr. Der Double Cyclone hat, beziehungsweise der Double Adept hat den Cyclone aber wenigstens gescoutet. Das ist schon mal viel wert. Schön wäre es noch gewesen, wenn er die zweite Factory gesehen hätte. Direkt der Immortal gekronet. Aber genau deshalb war es so wichtig, eben diesen Cyclone zu sehen. Eine Sheepberry kommt auch. Ich würde mir sogar eine zweite empfehlen, tatsächlich. Da sollte man nicht untergehen. Keine Tanks, im Parallelspiel ist Fleet Beacon im Bau. Also das wird sich noch ein bisschen hinziehen, bis es da weitergeht. Oder Tempest. Wie stand es da nochmal? 1-0 Speck? 1-0 Speck. In Sinsheim 1-0 Speck. In Paderborn 1-0 Jason Gamer. Frühes Roboter-Dock hier. Bin gespannt, ob das jetzt... Ja, mit dem Warp Prism vorweg könnten das auch Disruptor werden, tatsächlich. Ich hätte mal in meinem Overlay angepasst mit dem 1-0. Währenddessen wird hier jetzt mit den ersten drei Cyclones der Push angedrückt. Hätten halt schon wesentlich früher da sein können. Dann wäre das natürlich sicherlich noch viel, viel stärker geworden. In der Tat. Und der Immortal ist fertig. Der dürfte eigentlich dann nicht so gut sein für Cyclone. Kommt aber über die untere Ramp, muss trotzdem da hoch. Geh in die Shieldberry. Also in dem anderen Spiel wurde nicht mal Warpgate erforscht, sondern wirklich auf Stargates committed. Also das... könnte sich deshalb noch ein bisschen hinziehen. Hat dreimal geschossen, der Cyclone ist fast fertig. Gibt tatsächlich jetzt Disruptor mit Warp Prism Speed. Disruptor finde ich gut. Ich mag Disruptor. Sind inzwischen 4 Cyclones, aber das Warp Prism hilft natürlich viel hier. Wir haben allerdings jetzt das Upgrade für die Cyclones, damit die Reichweite noch höher. Mit der Shield Battery auf den Immortal klicken. Einladen. Er hätte den Immortal noch einladen können. Ja, und jetzt ist es schwierig. Stalker dagegen zu warpen, ist auch nicht so das Allergeilste, muss man sagen. Wie man aber da sieht, eine, schmelzen sie schon schnell weg. Ja. Wird das Micro des Todes rausgeholt, aber es ist einfach wenig da. Es müsste jetzt eigentlich mal ein paar Worker gepult werden, ja, so wie ich das sehe. Der Disruptor hat jetzt die Worker gepult. Der Disruptor hat leider noch keinen Shot frei. Ja, er hat seinen ersten gerade gewastet. Das dritte Cyclone ist jetzt da. Oh ja, ein Marine. Disruptor hat jetzt nicht so hart gehittet, muss man sagen. Zweite Disruptor gleich fertiggestellt. Und das ist halt eine riesen Reichweite, die jetzt die Adepten haben, die Cyclones haben. Wollte da hier surrounden mit dem Warp-In, das hat nicht so ganz geklappt. 7 Worker schon gefallen. Worker-Count ist trotzdem noch leicht in Führung für JC Gamer. Wir dürfen nicht vergessen. Aber 3PM ist Terraner. Genau, und der ist aber schon hart hier committed. Das kann man und nicht anders sagen. Ist gefallen. Das Raptor-Shot kommt und trifft wieder den Marine. Hatte auch relativ viele Ressourcen, hat jetzt 2 Command-Center gebaut, um das da entgegenzuwirken. Warum läuft jetzt wieder weg? Die schlechteste Entscheidung. Er gibt die Base auf, aber damit gibt er eigentlich auch quasi das Spiel auf, würde ich behaupten. Denn Mortal ist aber wieder am Start. Der Gegner hat jetzt gleich 4 Bases und der Protoss nur eine. Das wird schwierig.
Währenddessen sehe ich, hier macht sich ein Hitsquad von Voidrace auf den Weg. Wenn der ankommt, werden wir da mal einmal rüber wechseln. Oh ja, ich sehe das in Sinsheim. Das könnte spannend werden. Dessen gucke ich noch einmal, ob mich irgendwo Orga-Kram erwartet. Sieht gerade nicht so aus. Oathprime hat mittlerweile übrigens, kurzes Update in den Spieltag, Oathprime hat Ninja 2-0 zerlegt. Ja, Ninja hat also glaube ich aufgegeben, Matches, wenn ich das richtig gesehen habe. Ziemlich früh. Achso. Okay, wollte aber weiter, will aber noch weiter zugucken. Schön, dass du dabei warst. Also das muss man wirklich sagen. Wir gehen kurz rüber. Hier gibt es zwar auch eine Res, aber hier ist die Geschichte eigentlich schon gegessen. Wir gehen trotzdem einmal hier kurz rüber. Ja, dann in Sitzheim passiert Angriff durchgesetzt auf den Nairtech mit den Void Rays. Also hier sieht's, auf der anderen Partie sieht es stark aus, als würde das 3PM hier jetzt regeln. Ja. Deshalb bleiben wir jetzt mal ganz kurz hier drauf. Wobei, hier wird sich zurückgezogen. Dann schauen wir uns die letzten Momente hier jetzt doch nochmal eben an. Ja, ist da fällt ein Tank an, jetzt sind die ersten Tanks dabei. Währenddessen, ich bin mir unsicher, wo wir hingeben sollen. Hätte gerade fast alle Voltrace verloren. Da ist es, das GG, und wir schalten jetzt schon rüber nach Sitzheim auf die andere Partie. Sitzheim hat sich beruhigt. So, schaut an, falsche Tastatur. So. Redneck-Lösung. Ich habe das schön mit Tesafilm das Kabel hier an meinen Tisch gebunden, damit ich das nicht wegreiße. Geht doch nichts über gute Lösung. So. Nach dem Sinsheim-Spiel auch mal kurz was zu trinken holen. Ja, das kann ich mir nicht verdenken. Stimmt, technisch geht es mir noch erstaunlich gut. Mir nicht. Verfolgt mir bitte das. Ja, okay, wir haben hier schon den Weit. Es steht ja jetzt 1-1 bei dem anderen Spiel, das heißt, da gibt es auf jeden Fall noch eine Partie. Ja. Ich lade den Herrn Rock schon mal ein. In Paderborn wird eingeladen. Da war ein großer Bending Connect. Zarok, du musst da schon casten hier. Ja, hier war ein großer Bending Connect. Die Void Race leben halt immer noch. Nee, da viele sind schon gestorben. Das sind schon wieder neue, viele die da sind aber auch noch in der Hinterhand. Also falsche Map hier. Guck doch mal den Fight an, Herr Rock. Ich guck doch den Fight an, Herr Rock. Da schießt was. Ja, Hydras sind schon prinzipiell gut gegen Void Race, aber es ist einfach mehr Supply auf Seiten von Drago. Jetzt kommt auch noch der Stalker dazu. Erste vier Carrier im Bau. Mit Carrier natürlich noch. Und ich habe gerade bei Speck gesehen, er hat mit 22 Lingen reinforced. Könnte vielleicht schwierig werden. Was denkst du? So, Herr Rock, ich muss dich nochmal einladen. Ja. Ich habe auch direkt wieder angenommen. Sehr gut. Jetzt Sinsheim Front eher wieder. Sinsheim hat sich wieder beruhigt. Sinsheim hat sich wieder beruhigt. Beide haben sich wieder nach Hause gegangen. Der Fight hat für beide nicht funktioniert. Wie sieht es denn aus in dieser Partie eigentlich? Ausgeglichenes Supply, aber, oder was heißt ausgeglichen? Aber es sind aber halt relativ viele Linge mit in der Armee. Ja. Das heißt 12 Bandinge, 12 Linge. Die bringen gar nichts, seien wir mal ehrlich. Die Carrier kamen, war klar, 22 Linge ist das, was wir brauchen. Ich muss einmal den Ton von dem anderen Spiel gleich eben nochmal ausmachen. Ist bei Speck aber auch halt hart wenig Gas. Ja, wir können ja mal einmal gucken, wie viel Gasgeziere hat er denn. 8. Das sollte eigentlich schon reichen. Das Problem ist, er kann halt gerade nur Hydras bauen. Also er hat ein paar Infestoren, darauf kommt es halt auch hart an, wie er die einsetzt. Infested Terrans sind schon ziemlich stark. Viper! Ja, Infested Terrans sind inzwischen ziemlich stark, muss man sagen, gegen er. Aber es ist halt sehr, sehr viel er, die da ist, muss man ganz klar sagen. Lass mich mal bitte einmal die Maus haben. Ja, also ich würde jetzt Viper auf 3-4 Vipern gehen, die dann mit Parasitic Bomb da rein. Dieser mikrobionische Schleier, der ist größter Rotz, den man je gesehen hat. Den wir da hoffentlich nicht einsetzen. Das ist das, was sie gekriegt haben anstatt Infested Terrans. Deshalb nehme ich das zurück. Er wird keine Infested Terrans setzen, weil die gibt's ja gar nicht mehr. Das ist mir erst eingefallen, als ich sie gesehen habe. Das ist ziemlich problematisch. Er kann Proxy in Paderborn. Er kann nur, gehen wir gleich rüber. Aber er kann nur fangeln. Keine Infested Terrans setzen. Meine Idee, jetzt hat er den mikrobionischen Befall gesetzt. Ich weiß gar nicht genau, was er genau macht. Er schafft einen Schleier, der Bodeneinheiten verhüllt und ihren Lufteinheiten einen erlittenen Schaden um 50% verringert. Naja. Warum macht man das? Das können Vipern auch. Ja, man wollte halt Infested Terrans nerfen. Das hat man geschafft, indem man Infested Terran aus dem Spiel entfernt hat. So, also es gibt tatsächlich einen Proxy Warpgate hier auf Seiten von JC Gamer. Da gehen wir später hin, wenn das durch ist. Kurzer Tipp an Speck. In der Situation 3-4 Vipern und mit Corrupt dagegen oder Hydras auch, dann hätte das vielleicht funktioniert.
Viper, ja, er hat halt am Anfang viel verloren. Also, Viper, er hat den Air-Switch zu spät wahrgenommen. Also, das war ja nicht mein Switch. Er ist ja von Anfang an auf Air gegangen, aber das Air-Commitment hat er schlecht eingeschätzt, würde ich mal sagen. Parasitic Bomb hat trotzdem viel geholfen. Ja, aber nicht gegen so viele. Parasitic Bomb gegen Air immer gut. Also, schau dir mal das Army Value hier vor allen Dingen an, ja. Das ist schon ein Unterschied. Jetzt ist gleich das Mothership noch durch. Plus zwei Air-Attacks sind gleich durch. Er muss nur aufpassen, dass er jetzt hier nicht einfach mit der Hälfte seiner Armee da reinfliegt. Okay. Achter. Ja, hast du nochmal so einen bionischen Schleier? Da ist er. Focus, er muss ein bisschen mehr Fokus feiern. Ja, er hat aber jetzt tatsächlich alle Interzeptoren gekriegt. Es sind keine Interzeptoren mehr da. Jetzt musste der Recall gezündet werden. Bekommt er nur die Void Rays leider. Er hat nur die Void Rays gefokust. Wir müssen währenddessen mal kurz rübergehen. Ja, da passiert falscher Dings. Hier drauf. In Paderborn ist ja Zenith gegen Reaper natürlich jetzt komplett unterlegen. Ja, aber damit kann er die Echse abreißen und ich glaube, um viel das mehr ging es ihm schon gar nicht. Theoretisch kann er das. So, jetzt darf ich den Sound deaktivieren. Erster Stalker ist jetzt auch mit dabei. Wir sehen halt auch die Echse. Also es ist kein hartes Commitment. Es ist ein Gate, aber mehr auch nicht. Und jetzt hat er halt die Echse abbrechen können von 3PM. Genau. Wir gehen mal kurz wieder zurück. Ab nach Paderborn, da passiert was. Da passiert ganz viel, deshalb müssen wir kurz zurück. Da ist nochmal der bionische Schleier, oder wie das Ding heißt. So vieles, ja, es kommen weitere Hydras nach. Es sind halt nicht so viele Interzeptoren mehr da auf Seiten von Drago. Ja, aber was die Interzeptoren auch kosten. Muss man einfach mal sagen. Die sind nicht so günstig, das muss man tatsächlich sagen. Das summiert sich halt hart. Mothership ist jetzt gestorben. Damit kann er auch endlich wieder alles angreifen. Und wie viele Interceptoren haben wir denn überhaupt noch? 25 gerade. Da fallen Worker ohne Ende, die da gerade noch rüber geslidet sind quasi. Das sind wieder Interceptoren. Vier weitere Carrier kommen natürlich jetzt mit dazu. Und die spawnen halt mit 5 oder 4 fertigen Interceptoren. Es gab früher mal ein Upgrade, das Interceptoren einfach ungefähr gefühlt verdreifachte. Ja, das gibt's nicht mehr. Ein Glück. Das hat geholfen. Jetzt wird hier übrigens in Paderborn das Gate abgerissen. Ja, also da hat sich der Proxy erledigt. Das brauchen wir uns aber jetzt auch nicht gerade mehr groß anzugucken, weil da ist gerade die Makrophase eingeläutet worden. Wir bleiben erstmal hier in dem Spiel. Das ist nämlich schon deutlich weiter. 10 Minuten, um genau zu sein. Ja, aber je mehr Carrier da sind, desto mehr hat der Protoss halt auch gewonnen. Stand 1-1 also, in wo auch immer. Ja, ne? Ja. Also wie gesagt, hier Vipern. Ja, ich bin gespannt, wie sich jetzt Speck zurückkämpfen möchte. Speck hat halt viele Worker, er hat ein gutes Income, er ist jetzt quasi gleich wieder gemaxed, baut neue Spore-Crawler, committet halt hart auf Hydra und Infestor. Nur Hydra ist ja auch scheiße gegen Carrier. Ja, er muss halt drankommen. Mehr Damage macht gegen Carrier. Aber Speck ist so lange Spiele eigentlich, was heißt gewöhnt, aber er spielt öfter mal so lange Spiele, das weiß ich noch. Du musst auch mal den Fight dir angucken. Ich mache jetzt mal wieder den Maus. Okay. Ja, du guckst immer unten und nicht da, wo die Einheiten hinschießen. Da fallen wieder relativ viele. Ja, so schlecht ist der Schleier dann manchmal wohl gar nicht, situationsbedingt. Aber ich habe das Feedback gehört, dass es ziemlich kacke sein soll. Seien wir mal ehrlich. Ja, aber immerhin haben sie die Terrans genervt. Und feste Terrans, ja. Jetzt geht er wieder mit Die Base sollte jetzt eigentlich sofort fallen können, weil das ist immer das große Problem an der Hydra-Armee. Die ist halt bei weitem nicht so mobil wie eine Air-Armee. Ja. Jetzt wird die Base gesniped und dann wird er jetzt hier wieder auf dem Highground fliegen. Und dann ist wieder das Spielchen rückwärts. Und noch eine Runde. Oh, da waren Fangel auf die Interceptoren. Das reicht aber natürlich so noch nicht. Wir sehen übrigens auch eher in Paderborn. Ja, Phoenixes werden da gespielt. Noch keine Kolosse auf dem Weg, aber natürlich ein Follow-up, was möglich wäre. Phoenix-Koloss, ist das ein Meta? Wir haben gerade keinen Sound, oder? So, jetzt habt ihr auch Sound wieder. Ich höre sowieso nie Sound in diesem Spiel, deshalb ist es ein bisschen schwierig, das für mich Phoenix, zu sehen. Für Phoenix Koloss ist mir zu wenig Facility der Ruhe, oder? Ja, aber man spielt normalerweise erst die Phoenixes, um zu nerven und dann das als Follow-up. Aber mal gucken. So, ich guck weiter nach Sinsheim, da passiert nämlich was. Erstes Upgrade für die Panzerung der Lufteinheiten kommt jetzt auf jeden Fall dazu. Sieht nicht gut aus für Speck. Sieht überhaupt nicht gut aus für Speck. Ich habe das Gefühl, Speck hat verloren. Ja. Nur noch die Hälfte an Supply. Upgrade-technisch auch der Protoss vorne. Und die Einheiten fallen jetzt wie die Fliegen nach und nach. Und das sieht nicht mehr so gut aus. GG von Speck. Damit ist das 1-1. Und wir werden auch dort eine dritte Partie sehen. Und es sieht gerade so aus, als würde wir passend rüberkommen. Denn da gibt es den Fight. Ah, der Fight wurde abgebrochen. Nee, jetzt kommt da das. Der Gamer zieht sich leicht zurück.
Da ist der Turret. Und rechts links nochmal der Phoenix-Angriff. Mal gucken, in was der mit Mitte denen los ist. Kommen die Marines mit den Cyclones. Jetzt hatte ich gerade eine Rückkopplung. Ich hoffe, dass ihr die nicht zu laut hattet. Cyclones gehen nach oben. Oh. Selbst prinzipiell nicht schlecht gegen Cyclones, wenn sie rankommen. Oh, jetzt kommen die Phoenixes und liften hier nach. Das ist gut gemacht und damit werden die Cyclones fallen. Da sind nochmal drei Cyclones, aber, ja, aber halt genug Energie ist vorhanden. Und das sieht nicht besonders gut aus mehr für 3PM. Wie steht's hier eigentlich? Auch 1-1. 1-1, ne? Das habe ich dir gerade gefragt. Darauf meinst du ja, es steht 1-1, da habe ich dir jetzt vertraut. Oh, nicht in den Turret fliegen. In den Turret fliegen, keine gute Idee. Es fehlt halt so ein bisschen das Warp Prism hier. Ja, da kommt aber auch nicht. Committed weiter auf Phoenixes. Spielt auch irgendwie keinen Switch auf irgendwas Größeres, weil er eher da ist. Auch keine Kolosse, kein Rubik's, aber Storm auf dem Weg. Da kommen wieder Leute. Ja, jetzt können sie. Ja, jetzt ist langsam ein bisschen viel Marine da drin. Ein bisschen aufpassen, ja, er hat da kommt noch mehr den nicht bekommen. Kommt allerdings weiter auf Phoenixes. Wir sehen auch ein Templars Archive, also. Der Storm durch... ist auf dem Weg, hab ich doch gesagt. Ja, ja. Zealots prinzipiell eine gute Idee, um das zu komplementieren, wird gemacht. Vier Factories jetzt von 3PM zusätzlich. Man hat ja früher auch Phoenix Adept gespielt. Wir haben in Sinsheim einen Invite. Ja, für das Entscheidungsspiel. Jetzt gibt es ja doch einige enge Spiele hier gegen Ende, muss man sagen. Da kommt Arkins. Kein Storm also. Widowmine Upgrade kommt jetzt dazu. Wir sehen zwei Reaktoren hier dran. Das spricht auch dafür, dass hier tatsächlich Widowmines oder eben Halions geben soll. Ja, das heißt uns ja nicht mehr. Was wollen Halions gegen Arkins machen? Ja, mit denen, also da würde es darum gehen, möglichst viel Eco-Schaden halt zu machen. Irgendwie vorbeisneaken. Darum würde es dann gehen. Phoenixes sind jetzt auch schon in der Anzahl vorhanden, die viele sind. Da kommt sogar noch einer. Damit sind jetzt viel mehr. Er hat hier auch nur ein Turret. Ne, hier hat er zwei Turrets pro Eco-Line. Hier nur noch eins. In der Mainbase auch nur eins. So, in Sinsheim beginnt die Partie. Ja. Da werden wir natürlich zu gegebener Zeit auch nochmal hinspringen. Aber noch nicht jetzt. Ich hab Schnupfen. Da, die Phoenixes kommen. Wir haben den Worker gesneakt, der die Bases baut. Die Marines kommen, als alles weg war. Was ist hier los? Ja, da soll aber jetzt gleich sofort wieder weitergebaut werden. Also Widowmines gegen Phoenixes natürlich können Unterschied machen. Ja, mit Sicherheit. Auch gegen Zealots machen die einen großen Unterschied. Arkins eher nicht so, aber ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. 7 weitere Gateways auf jeden Fall und es scheint jetzt hier loszugehen. Wir haben keinen Warp Prism, weil wir gar keine Robo haben, glaube ich, ne? Wir haben keine Robo. Aber ein Dark Shrine kommt jetzt dazu. Ja, der Kurs also keine Robo zu haben, ist natürlich gegen Mars Widowmine auch nicht das Allergeilste. Wenn die Widowmine aber nur in den Arken geht, ist alles gut. Ja, aber er kann sie jetzt ja nicht mehr rausnehmen, denn durch das Tunneling Claws Upgrade werden ja nicht revealed, wenn sie geschossen haben. Hat er Tunneling Claws? Nein. Doch, hat er. Doch, der Observer ist da. Der Observer ist jetzt da. Also wir haben doch irgendwo eine Robo. Jetzt weitere Widowmine-Shots. Die haben auch viel Friendly Fire gemacht, aber auch einiges vom Protoss rausgenommen. Ich denke, so stark beschweren kann sich nicht. Es ist aber einfach nicht mehr so viel da. 48 Supply zu 39. Da kommen noch 4 weitere Widowmines. Weitere Widowmines. Was hat der Scan jetzt gebracht? Den Observer hat er gefokust. Arkins bringt halt nichts. Er hat das war schon ein guter Scan. Er hat den Observer gefokust. Es ist jetzt keine Detection mehr da, aber die Widowmines sind halt gerade auf Cooldown. Entsprechend geht da nicht so viel. 25 Worker gefallen. Da sind tatsächlich die ersten Aliens. Aber auch relativ wenig anderes. Tore kommen jetzt tatsächlich dazu. Oh, Heidi am Start. Ja, Heidi wäre stolz. Warum macht er der Turret kaputt? Tore, weil er gleich mit den Tees kommt. Tore natürlich nicht liftbar. Das ist schon nicht so eine schlechte Entscheidung gewesen, denn wir sehen gerade, da wurden Mules geworfen ohne Ende. Hier ist noch ein Mule zur Verfügung, aber wenn jetzt gleich die DTs kommen, könnt ihr damit was machen. Ich bin gespannt, ob gleich die DTs kommen, noch sehe ich keine. Neue Base jetzt bei ihm genommen hier. Ja, der Arkel wehrt sich überhaupt nicht mehr. Neuer Observer auch am Start.
Level 1er Tech Upgrade ist jetzt auch endlich durch für den Protossen. Besser später als nie, würde ich sagen. Diese Base sieht sehr, ja, also, 3PM hat halt 20 Würke. Was wenig. Ja, ist. Das ist tatsächlich sehr, sehr problematisch. Er hat halt sehr, sehr viel verloren bei diesem Harass. Jetzt sind die DTs da. Hier an der dritten steht nichts, was Detection-mäßig da in ist. In Paderborn passiert überhaupt nichts. Paderborn passiert alles. In Sinsheim passiert alles. Hier waren zwei DTs, die sich gewastet haben. Das kann man nicht anders sagen. Aber hier sieht es ganz gut aus. Und 3PM schreibt GG. JCGamer gewinnt. 2-1. Und wir schalten das rüber. Das heißt, am Tableau JCGamer zieht an 3PM vorbei. In der Tabelle. Das gucken wir uns auch mal ganz kurz an. Und macht 3PM damit zum Driver in Danger. Was haben wir jetzt? JCGamer hat gegen 3PM gewonnen, ne? Ja. Damit steht es aber 2-1-1. Differenz ist besser noch bei 3PM, wenn ich das richtig sehe. Doch. Nein. 3PM kriegt einen Punkt. Die Differenz, ne? Ja. Der 2, ja? Der verliert ja jetzt 2, weil er 2 Matches verloren hat. Aber er gewinnt auch 1, weil er 1 gewonnen hat. Er verliert also nur einen Punkt. 1-1 aus. Oh, oh, oh. Ja, wusste ich. Deshalb ist er noch vorne, wenn ich das richtig sehe. Oh, das wird aber sehr eng. Und Random God, weiß ich nicht, ob er das so gut findet. Random God kann noch. Random God ist tatsächlich noch im Rennen, oder? Random God ist ausgeschieden. Nee. Tja, Random God. Sorry. Random God ist ausgeschieden. Er kann nur noch maximal auf die Grenze. Wir gucken uns aber trotzdem noch JCGamer gegen Random God an, weil da geht es ja trotzdem um was. Ja. Da weiß Random God natürlich noch nicht, dass er ausgeschieden ist. Die Tabelle will ja nicht live. Ist ja keine Live-Tabelle. So, wir schauen jetzt in das andere Spiel. Da ist auch gerade irgendwas. So. Gruppe B ist sowieso noch ein bisschen weiter zurück. Kannst du mal ganz kurz einmal hier Maus machen? Ja, ich mach mal Maus. Ich mach mal Maus. So, was passiert denn hier? Zwei Robo. Zwei Stück Robo hier in der Main Base. Heißt, wird entweder Immortal oder Disruptor, vielleicht auch Kolosse, möglicherweise auch einfach Double Observer oder irgendwas anderes. Kann auch kommen. Wir haben hier ein Baneling-Nest gegen Stalker. Ja, kann man machen. Sieht schön aus. Effektiv eher scheiße. Haben wir schon Blink? Wir haben noch keinen Blink. Wir haben aber eine Twilight Council, um dafür zu sorgen, dass wir Blink haben. Ja, hier fällt der nächste Overlord. Hat aber gut vorgebaut, der gute Speck. Wir gucken mal auf die Tabelle, wie denn hier aussieht. Speck kann noch gegen den Sieg gegen Drago Odinson den Drago Odinson also nicht mehr. Doch, Speck hat danach noch eine Partie, ne? Ja. Aber Speck ist dann nicht mehr quasi über Drago Odinson, weil Drago Odinson hat schon den Sieg geholt, um nicht der Driver in Danger zu sein. Und ja, wir werden das beobachten, seien wir mal ehrlich. Ja. Mir ist das jetzt zu kompliziert. Bending Speed und Roach Speed in Forschung. Ja, wir schauen, wer jetzt da. Ich guck da jetzt auch ein bisschen mehr rein. Ja, hier geht die Armee ein Stück nach vorne, aber eine sogenannte Truppenbewegung. So, hier stehen drei Berserker rum in der Lücke, um die Lücke auch wirklich dicht zu machen. Da kommen nochmal zwei Zealots. Haben wir Zealot Charge? Zeloten. Nee. Und hier kommt das Gebäude, das den Unterschied machen könnte für Disruptor oder Kolosse werden daraus wahrscheinlich gebaut dann. Denn der Robotic Facility ist da. Das sind die guten alten Ling-Reinforcements. 24 Linge. Nicht gegen er. Bin mal gespannt. Bending Speed ist jetzt jede Sekunde durch. Er wird dann gleich angreifen. Und es soll auf die dritte gegen von Drago. Nimm mal bitte die Maus. Moment, ich habe das falsche, glaube ich, gefokust. Nimm mal bitte die Maus. So, jetzt. Nee, die Rocks. Hallo, Maus. Ach, du bist die Maus, okay. Ja, das habe ich gerade dreimal gesagt. Gib mir bitte die Maus. Das sollte heißen, gib mir bitte die Maus. zwei weitere Immortal, also er hat halt Doppel-Robo. Er nutzt die gerade nicht für seine Geschichten hier raus. Ich bin gespannt, ob er weiß von dem Angriff. Ich glaube nicht, ne? Das ist aber wieder ein bisschen früh, sodass die dritte noch nicht durch ist. Das wird gecancelt werden. Oh, nicht der Engage. Also das halte ich für einen Fehler von Drago. Viele Zealots in den Banding verloren. Oh, das sieht nicht so gut aus für ihn. Speck schafft hier tatsächlich es einzusperren. Ja, Immortals. Ja, gut gegen Surround hat sie jetzt leicht erledigt, einfach weil die Linge da gestorben sind, aber schöne Beils, schöne Beils.
Reinforcements kommen, weiter 20 Linge. GG! Drago gewinnt hier. Und, nee. Doch, oder? Nee, Speck gewinnt. Ja, meine ich ja auch. Speck gewinnt. Speck 2 zu 1. Meine ich natürlich. Schließt damit auf Drago Odinson, der... Ja, wir haben jetzt quasi, Ja, warte, ich zeig das eben auch. Gleichstand.